Hey Leute und willkommen zurück jetzt zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, hier euer Pautocraft, und heute gibt es eine neue Folge der Top 5 Minecraft Mods. Seit einer gefühlten Ewigkeit bin ich zurück mit dieser fantastischen Serie. Lasst dafür auf jeden Fall schon mal ein Like da. Wie gesagt, heute geht es um die 5 besten Minecraft Waffenmods aller Zeiten. Das heißt, heute wird es gewaltig krachen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Die Mods sind einfach nur unglaublich geil. Was auch unglaublich geil wäre, wenn ihr diesem Kanal hier ein Abo da lassen würdet, denn ungefähr 80% von euch da draußen sind noch keine Abonnenten dieses Kanals. Würde mich wirklich sehr unterstützen. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, könnt ihr auch direkt unten die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr auch keine neuen Mod-Vorstellungen mehr und alles andere rund um Minecraft. Ich würde sagen, jetzt geht es aber auch schon direkt los mit dem heutigen Video. Auf unserem heutigen Platz Nummer 5 haben wir die Mr. Crayfish Gun Mod. Diese Mod ist auf jeden Fall eine etwas bekanntere Mod, aber ich möchte sie trotzdem einfach mal hier auflisten, denn es ist auch eine wirklich sehr legendäre Mod. Diese Mod hat den Grundstein für alle weiteren Waffenmods auf jeden Fall gelegt, würde ich behaupten, denn die Mod ist zwar etwas alt, aber auf jeden Fall immer noch wirklich sehr cool. Wir haben ein sehr geiles Gunplay, wir haben vor allem auch verschiedenste Waffenarten, die wir benutzen können, von einer ganz einfachen Pistole bis hin zu einer Shotgun oder auch einer Sniper, einem Sturmgewehr. Hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Mein persönlicher Favorit ist aber auf jeden Fall der Granatwerfer. Der ist einfach nur unglaublich genial animiert. Allgemein, die Effekte dieser Mod sind einfach nur unglaublich gut. Ein weiterer Favorit von vielen wahrscheinlich die Minigun. Ich meine, damit kann man auf jeden Fall einiges an Zombies weghauen. Aber was ich auch wirklich cool finde, wir haben hier wirklich eine einzigartige Werkbank, wo wir alle Waffen super einfach herstellen können. Wir können die Waffen komplett customizen, wir können sie anmalen, so wie wir wollen. Und dann haben wir jetzt hier einfach mal eine grüne Maschinenpistole, passend zu meinem Skin. Ich meine, das ist doch eigentlich schon ziemlich cool. Und vor allem können wir nicht nur mit den Waffen schießen, wir können sogar unsere Waffen tatsächlich noch weiter customizen, indem wir jetzt hier verschiedene Add-ons draufpacken, sei es ein neues Scope oder irgendwie ein Silencer oder irgendwas anderes. Es ist einfach so unglaublich cool, wie viele Möglichkeiten einem diese Mod gibt, und deswegen ist die Mod hier, glaube ich, ein verdienter Platz Nummer 5. Auf unserem heutigen Platz Nummer 4 haben wir die Additional Guns Mod. Diese Mod fügt einfach nur unglaublich viele verschiedene neue realistische Waffen hier in Minecraft hinzu. Ihr könnt schon sehen, wie viele Waffen es einfach sind, und die jetzt alle vorzustellen würde auf jeden Fall den Rahmen dieses Videos sprengen. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal kurz hier ein paar meiner absoluten Favoriten aus dieser Mod. Es sei direkt schon mal gesagt, die Mod hier ist im Prinzip eigentlich nur ein Add-on zur Mr. Crayfish Gun Mod. Das heißt, ihr benötigt die Mr. Crayfish Gun Mod, also unseren Platz Nummer 5, um diese Mod überhaupt benutzen zu können. Ich denke, es ist aber auf jeden Fall verdient, dass wir hier die Mod nochmal einzeln listen, denn so viele Waffen, wie hier hinzugefügt werden, ist einfach nur unglaublich. Und vor allem fühlen die Waffen, die die Mod hinzufügt, sich einfach auch nochmal viel realistischer an als bei der Mr. Crayfish Gun Mod. Wir haben hier wirklich Klassiker wie die AK-74 dabei, die einfach nur unglaublich cool animiert und designt sind. Das fühlt sich alles nochmal deutlich realistischer und besser an als jetzt bei der normalen Mr. Crayfish Gun Mod. Deswegen hier auf jeden Fall ein verdienter Platz Nummer 4. Wir haben auch viele andere Waffen dabei, von verschiedenen Revolvern über Pistolen, Maschinengewehren, Snipern, Shotguns. Hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Und wie gesagt, durch die realistischen Modelle eignen sich diese Waffen auch nochmal besser für irgendeine Art von Roleplay-Projekt in Minecraft. Da kann man in jedem Fall viel mitmachen. Des Weiteren können wir auch die ganz normalen Add-ons benutzen, die wir aus der Mr. Crayfish Gun Mod auch schon kennen. Wir haben auch noch viele verschiedene neue Add-ons, die diese Mod nochmal zusätzlich hinzufügt. Und so können wir unsere Waffen auch nochmal deutlich besser anpassen, was ich auf jeden Fall wirklich sehr cool finde. Ladet euch die Mod gerne selber mal runter und probiert sie aus. Ich sage euch, es lohnt sich auf jeden Fall. Auf unserem heutigen Platz Nummer 3 haben wir die Apex Gun Mod. Eine Mod, die Waffen direkt aus dem Spiel Apex Legends hier in Minecraft hinzufügt. Es sind zwar nicht viele Waffen, die hinzugefügt werden, 5 Stück an der Zahl. Dafür sind diese Waffen aber umso cooler. Und jeder, der Apex Legends schon mal gespielt hat, sollte hier auf jeden Fall die Waffen wiedererkennen, denn die sind einfach nur unglaublich gut umgesetzt. Vor allem die Sniper ist einer der krassesten Snipers, die ich jemals in Minecraft gesehen habe, Leute. Ich meine, die hat einfach nur einen ordentlichen Wumms, und gerade das Scope macht einfach nur unglaublich viel Spaß, aber auch die anderen Waffen fühlen sich einfach nur unglaublich gut an vom Gunplay. Die Sounds sind wirklich akkurat nachempfunden dem Spiel, und jeder, der Apex letztens schon mal gespielt hat, wird sich hier mit dieser Mod direkt wohlfühlen. Meine Lieblingswaffe, die M600 Spitfire, hat es tatsächlich auch hier reingeschafft. Die sieht einfach nur unglaublich cool aus. Ich bin einfach ein riesen Fan dieser Waffe, und auch hier in Minecraft ist sie einfach nur 1A umgesetzt. Die Mod ist allgemein wirklich sehr cool. Mit ihren futuristischen Waffen kann man sie, glaube ich, in viele Modpacks integrieren. Für Apex Legends Spieler ist die Mod sowieso ein Pflicht-Download. Für alle anderen kann ich nur empfehlen, die Mod einfach mal zu testen.
Auf unserem heutigen Platz Nummer 2 haben wir die Just Enough Guns Mod. Diese Mod ist einfach nur unglaublich einzigartig, denn ihr fügt nicht einfach nur Waffen in Minecraft hinzu, nein, sie fügt auch ein ganz neues Zeitaltersystem hinzu, mit dem wir Waffen aus verschiedensten Epochen craften können. Das heißt, wir haben einmal eine Werkbank, mit der wir ganz klassische Waffen wie Revolver herstellen können. Wir haben eine Werkbank für moderne Waffen wie Shotguns zum Beispiel oder auch eine futuristische Werkbank, mit der wir futuristische Waffen und magische Waffen herstellen können. Im ersten Zeitalter haben wir da ganz einfach mal dabei einen ganz normalen Revolver, eine Double Barrel Shotgun zum Beispiel, meine absoluten Favoriten, die Bolt Action Rifle, die Animationen hierfür sind einfach nur unglaublich cool. Ihr seht es ja hier, Leute, das macht einfach einen riesen Spaß, damit rumzuballern. Wir haben noch eine Semi-Auto-Rifle oder natürlich auch hier eine erste vollautomatische Waffe, die wir auch tatsächlich benutzen können. Hier finde ich auch wirklich sehr cool gemacht. Aber das eigentliche spannende Zeitalter sind natürlich die futuristischen Waffen. Doch bevor wir dazu kommen, schauen wir uns noch kurz die modernen Waffen an. Da haben wir unter anderem eine AK-47 dabei, eine ganz normale Pump-Shotgun oder auch hier zum Beispiel diese Burst-Rifle. Die habe ich tatsächlich auch so noch in keiner anderen Waffenmod gesehen. Wir können ja sozusagen verschiedene Bullet-Bursts schießen, finde ich auch wirklich sehr cool. Am besten aus dem Zeitalter ist aber auf jeden Fall die Combat-Rifle. Mit der kann man eigentlich schon fast in den Nahkampf gehen. So cool ist das Ganze gemacht vom Gunplay. Ansonsten haben wir hier auch wieder ein eigenes Add-on-System. Das heißt, wir können jetzt auch hier wieder Attachments dran packen und die Waffen so nochmal etwas customizen. Oder dass sie einfach nochmal etwas cooler aussehen. Finde ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr cool, dass es auch da Möglichkeiten gibt. Das beste Zeitalter ist aber, wie gesagt, das futuristische oder magische Zeitalter. Hier haben wir zum Beispiel eine Cherry Blossom Gun, mit der wir Glitzer verschießen können. Wir haben eine heilige Shotgun mit einem kleinen Fadenkreuz vorne dran. Finde ich auch, wie gesagt, ziemlich verrückt. Wir haben hier noch den Atlantean Spear, der ist auch wirklich cool. Damit können wir nämlich unter Wasser einfach kämpfen und auch Unterwasserbomben verschießen. Finde ich persönlich sehr cool, einfach mal eine Waffe zu haben, die man auch unter Wasser einsetzen kann. Ansonsten haben wir hier noch diesen Water Crossbow, der wirklich super stark und viel zu overpowered ist. Und mit diesen ultra coolen Effekten, ne? Wenn ihr also etwas verrücktere Waffen wie diese sucht, seid ihr bei dieser Mod auf jeden Fall an der richtigen Stelle, denn hier gibt es, glaube ich, die meiste Variation an verschiedensten Waffen, die man so sonst noch nirgendwo gesehen hat. Ladet die Mod euch gerne runter, es lohnt sich auf jeden Fall, der Mod einfach mal eine Chance zu geben und sie auszuprobieren. Auf unserem heutigen Platz Nummer 1 haben wir die Timeless and Classic Guns Mod, die meiner Meinung nach auf jeden Fall beste Waffenmod aller Zeiten, sei es vom Umfang oder auch der Qualität der Waffen. Hier ist wirklich alles dabei, von Pistolen, SMGs, Assault Rifles, Snipern, Shotguns oder Heavy Weapons. Hier haben wir wirklich von jeder Waffensorte irgendetwas dabei und die Waffen sind einfach mit einer so unglaublichen Qualität animiert worden. Allein, wenn wir hier schon unsere Waffe nicht in der Hand haben, dass wir sie hier rechts am Hosenbund sozusagen tragen, ist einfach nur ein unglaublich cooles Detail. Ich habe mal ein paar coole Waffen mitgebracht, sei es hier die Uzi zum Beispiel. Ihr könnt schon mal sehen, die Animationen sind einfach nur unglaublich clean, wie wir die Waffen halten, wenn wir uns bewegen, wenn wir aimen. Es ist einfach mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Ich glaube, keine andere Waffenmod auf dieser Liste schafft es, Waffen so realistisch wie möglich hier dazu stellen. Und da schaut euch das doch einfach mal an. Das ist ja nicht mehr normal. Das fühlt sich schon eigentlich fast gar nicht mehr wie Minecraft an. Allein die AK-74, die wir hier haben, ist einfach nur unglaublich stark. Wir haben ja noch eine Barrette, die auch sehr, sehr krass ist und auf jeden Fall eine sehr heavy Sniper. Wir haben hier eine abgesägte, doppelte Schrotflinte. Sieht auch wirklich unglaublich cool aus. Eine Tech 9, eine etwas modernere Waffe, gefällt mir auf jeden Fall auch am krassesten. Natürlich aber hier unsere Heavy Weapons. Allein wie hier die Bullets da rechts rausfliegen aus dem Munitionsfach oder hier auch die RPG. Wirklich die Animation. Ich kann von dieser Mod einfach nur schwärmen. Für jeden Waffenfan da draußen auf jeden Fall ein Muss, diese Mod zu installieren, denn es gibt so viele verschiedene, wirklich cool animierte Waffen. Aber das ist noch lange natürlich nicht alles. Denn wir haben natürlich unsere Waffen dabei. Wir können die Waffen aber natürlich auch wieder anpassen. Und zwar ähnlich wie bei der Mr. Crayfish Mod haben wir auch hier die Möglichkeit, verschiedenste Waffen-Add-ons drauf zu packen. Wir haben jetzt hier zusätzlich noch verschiedenste Upgrades, die wir drauf packen können, wie größere Magazine, was ich auch wirklich sehr cool finde. Es gibt Waffenskins und vieles mehr, die man freischalten kann. Finde ich wirklich gut. Und guck mal hier, Leute, dieses Scope. Das ist doch wirklich einfach nur noch beeindruckend. Die Mod hat sich auf jeden Fall zum Ziel gesetzt, die realistischste Waffenmod für Minecraft zu werden. Ich würde sagen, das hat sie auf jeden Fall geschafft. Einziger Nachteil, die Waffen kann man zwar alle craften, aber wirklich survival-freundlich ist die Mod nicht, da das Ganze wirklich sehr, sehr teuer ist. Ist noch nicht ganz so ausbalanciert. Die Mod ist aber auch noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Deswegen bin ich gespannt, was da noch so passieren wird. Die Entwickler sind da auf jeden Fall dran, aktiv noch neue Waffen hinzuzufügen. Bis jetzt kann ich aber auf jeden Fall sagen, die Mod ist auf jeden Fall ein Blick für jeden wert. Ladet sie euch gerne einmal herunter.
Ja, Leute, das war's ansonsten aber auch schon wieder hier mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos rund um Minecraft-Mods mehr zu verpassen. Schreibt mir des Weiteren auch gerne mal in die Kommentare, welcher der Waffen-Mods euer Liebling war. Und natürlich auch, falls ich irgendeine Waffen-Mod vergessen habe, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Da mache ich vielleicht eventuell ein Part Nummer 2 dazu. Ansonsten sei allgemein gesagt, dass jetzt die Top 5 Minecraft-Mods wieder öfter kommen werden. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf und ich hoffe, ihr auch. Ansonsten würde ich sagen, war's das für heute mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.